Herzlich willkommen zu einem neuen Shiny Hunting Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin wie immer euer Shootalk und wir spielen das aktuelle DLC, die Indigo Blaue Scheibe. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr innerhalb von 10 Minuten Shiny Rihorn fangen könnt. Abfahrt, let's go! Wir starten wie immer beim Zentralplatz. Und jetzt geht es nur ein kleines Stückchen südöstlich zum Savannenrastplatz. Direkt daneben seht ihr meine Markierung. Dort reisen wir jetzt einmal hin. Hier angekommen werden wir uns als allererstes einmal ein leckeres Sandwich zubereiten, denn wir benötigen jetzt ein Sandwich vom Typ Boden. Gestühl ist raus, Pokémon sind da und dann kann das auch schon losgehen. Wir gehen in den kreativen Modus. Und brauchen als allererstes eine Jalapeno. Ja, weil da unten habe ich sie, glaube ich, da. Moment, da, Jalapeno habe ich. Und zweimal das salzige Geheimgewürz. Ja, basteln wir zusammen. Nimm noch einen Pika. Sollte hinhauen. Und dann brutzeln wir hier mal alles zusammen. Ich wurde übrigens in den letzten Tagen immer wieder gefragt, Shurtok, hast du für uns eventuell eine seriöse Adresse, wo wir Pokémon tauschen können und auch unsere kostbaren Shinies tauschen, ohne abgezockt zu werden. Und ja, Freunde, das habe ich in der Tat. Kommt doch einfach auf meinen Discord-Server. Den Link zu meinem Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Dort tummeln sich täglich viele nette Pokémon-Spieler. Wir überwachen das Ganze. Sollten schwarze Schafe dabei sein, werden sie vom Discord gebannt. Ihr könnt also sicher sein, dass ihr dort seriös eure geliebten Shiny-Pokémon auch tauschen könnt. Ihr braucht eine Weiterentwicklung durch einen Tausch? Auch kein Problem, auch wenn ihr keinen Tauschpartner habt. Kommt auch hier auf unseren Discord. Wendet euch an Fox Jones. Er hilft euch weiter und wird mit euch problemlos Pokémon tauschen. Unser Sandwich haben wir uns bereits erfolgreich reingedrückt und jetzt geht die Shiny-Jagd los. Und Freunde, ich muss dazu sagen, ich habe ja schon eine Menge Shiny-Videos gemacht und auch Shinies gehandelt. Aber was jetzt hier passiert, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Absolute Eskalation. Aber seht es selbst, hier taucht erstmal jede Menge Rihorn auf. Von allen Seiten spawnen sie. Und obendrauf sind die ganzen auch noch sehr, sehr schnell. Das heißt, die flitzen an euch vorbei. Deswegen solltet ihr unbedingt ein Miraidon oder ein Koraidon benutzen, damit ihr auch hinterherkommt und das Shiny euch hier nicht wegflitzen kann. Und wie ihr sehen könnt, ich komme mit dem Kommentieren ja gar nicht hinterher. Das erste Shiny ist schon da. Fangen wir uns gleich mal weg. Aber es wird nicht das letzte bleiben, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Wie lange haben wir denn gebraucht? Das ging doch sehr, sehr zügig. Schauen wir doch mal hier oben. Erstmal eingepackt in unsere Box. So, verstaut den guten Kollegen. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Wie lange? Oh, nicht mal 3 Minuten, aber weiter geht's. Ich habe gedacht, nanu, habe ich es wieder freigelassen? Aber nein, hier ist doch schon Shiny Nummer 2. Es ist unglaublich. Gleich daneben spawnt das zweite Shiny. Und unglaublich. So, fangen wir uns auch weg. Wunderbar. Und ihr müsst gleich mal hier wirklich in die Gegend gucken. Rihorn an jeder Ecke. Sie laufen hin und her, kreuz und quer. Also so ein starker Shiny-Spot, den findet man sehr, sehr selten. So, auch dich packen wir in eine Box. Weiter geht's. Aber wenn ihr glaubt, ha, Freunde, das war schon mit dem Shiny. Nein, es geht hier weiter. Guckt an. 4 Minuten noch nicht mal vergangen. Und schon das zweite Shiny. Die greifen euch hier natürlich alle an. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen und einfach wegflüchten. Deswegen nimmt Miraidon, Koraidon und Korf den ganzen Kram. Und weiter geht's. Ihr könnt hier bergauf, bergab fahren. Rihorn gibt es hier an jeder Ecke. Die laufen hier auch wirklich wie die Ameisen durch die Gegend. Das ist wirklich unglaublich. Ihr könnt hier oben um die Ecke fahren, durch die Gegend cruisen, überall. Freunde, es wäre jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um mal ein kostenloses Abo und ein Like dazu lassen, falls ihr noch nicht im Shurtok Club seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ist natürlich alles kostenlos. Macht auch noch gerne die Glocke an, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Unterstützer.
Die Fläche, wo hier Rihorn spawnt, ist noch viel, viel größer. Ihr könnt hier noch runterfahren und links und rechts, aber ihr könnt sehen, hier kommt ja schon der nächste. Man kommt ja mit dem Shiny-Jagen gar nicht hinterher. Shiny Rihorn Nummer 3 innerhalb von 5 Minuten. Ich meine, das ist doch eine Quote. Ich glaube, ich gehe heute noch einen Lottoschein abgeben. Das glaubt man ja alles gar nicht. So, weggefangen. Oh Mann. Shiny Rihorn Nummer 3. Ich freue mich riesig. Also, geht unbedingt hier an diesen Spot und fangt euch euer Shiny so schnell wie möglich. Auch den guten Kollegen packen wir uns in eine Box und dann schauen wir ihn uns doch mal genauer an. Also 3 Shinies in 6 Minuten. Boah. Das soll doch erstmal einer toppen. Gehen wir rein in unsere Box. Nicht den Beutel. Vertan einen runter. Pokémon Boxen. Wählen wir mal ein Rihorn aus. So, auf der nächsten Seite. Da habe ich ihn. Wählen dann aus. Was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben Typ Bodengestein, Terra-Typ Gestein. Trainer bin ich. Was haben wir denn hier für Attacken? Bodycheck, Erdbeben, Steinkante, Vielländer, Fähigkeit, Blitzfänger und leider kein Band, aber ein frohes Wesen, ein kühnes und ein stilles. Das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne noch ein Abo und Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss und ciao, euer SureTalk.